Für Deutschlands Wahlforscher hat drei Buchstaben. AfD. Alternative für Deutschland. Eine Partei, deren wirkliche Anhängerschaft schwer vorauszusagen ist. Die letzten Umfragen sehen sie im Aufwind. Ihr Abschneiden könnte am Ende alle Planspiele durcheinanderwirbeln. Die Alternative für Deutschland, das ist aus Sicht der Partei vor allem eine andere Währung. Das Wahlprogramm lässt sich zusammenfassen in dem Satz: Weg mit dem Euro. Die Alternative für Deutschland, das Aushängeschild der neuen Partei, ist eher der Spitzenkandidat Bernd Lucke, Wirtschaftsprofessor aus Hamburg. In den Wochen nach Gründung der Partei Anfang des Jahres in Berlin war die Resonanz auf die Euroskeptiker eher gering. Nun glaubt sich die Partei aber im Aufwind nach den neuen Diskussionen um die Griechenlandhilfe. Die Alternative sagt, ein gefundenes Fressen für uns. Griechenland ist das Land, mit dem alles begann. Und Griechenland wird nach meinem Dafürhalten auch das Land sein, mit dem der Euro eines Tages enden wird. Griechenland wird eines Tages implodieren, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die Alternative für Deutschland ruft in den letzten Wochen auch Gegner auf den Plan. In Bremen war Lucke bei einer Kundgebung vom Podium gestoßen worden. Hier in Hannover blieb es bei lautstarken Protesten. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Kritik aber auch von Passanten. Ich habe von der Truppe was gehört. Es gibt mit Sicherheit ein paar ganz interessante Aspekte, die die AfD hier mit ins Spiel bringt. Für mich ist sie keine Alternative für die Bundestagswahl. Parteimitglieder und Befürworter der Alternative für Deutschland geben sich kämpferisch. Für sie ist die Euro-Rettung katastrophal. Dieses Ding ist schlimmer als Versailles den Deutschen gegenüber. Wer zahlt denn? Wir. Wir, unsere Leute. Für uns ist es eine Bankenrettung und keine Euro-Rettung. Und die Wahlaussichten, über die 5%-Hürde zu kommen, offensichtlich gar nicht so schlecht. Am Wahlabend würde ich auf jeden Fall mit Überraschungen rechnen. Und die Möglichkeit, dass die AfD bei geschätzt 3-4% im Moment reinkommt, ist nicht unwahrscheinlich. Bernd Lucke wird es freuen, in den Zentralen der etablierten Parteien allerdings für Alarmstimmung sorgen.